So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier im LS22 auf der Angeleter Land. Ein Schwabe macht den LS22 unsicher oder wie auch immer das Projekt momentan heißt. Ja, wir sind unterwegs hier auf der Angeleter Land und wie ihr seht, stehe ich hier gerade an der Molkerei Milmont Dairy. Und ja, ich habe mir gedacht, kommt, wir haben Milch. Warum sollen wir hier nicht die Produktion uns vielleicht schon mal anwerfen lassen und schon mal kaufen? Ich bin hier einmal schon mal rumgerast und habe mir angeguckt, was das so kostet. Und ich denke mal, komm, das könnten wir uns vielleicht mal leisten, wenn sie uns hier hochlassen. Ist ein bisschen eng hier. Die wollen uns hier jetzt gerade nicht. Moment, wir gehen von der anderen Seite mal ran. Wir haben zu viel gegessen. So, jetzt. So. 70.000. Ich schlag zu. Ist gekauft. Ich wusste jetzt aber noch nicht, was wir dafür benötigen. Das werden wir jetzt sehen. Was denn da alles benötigt wird, damit hier was passiert. Butter. Wir brauchen Milch und Zucker. Nee. Für Butter brauchen wir Milch. Für Käse brauchen wir Milch. Und für Schoki brauchen wir Zucker. Zucker haben wir nicht. Brauchen wir nicht. Machen wir nicht. Aber wir können Butter und Käse in der Molkerei machen. Und dafür brauchen wir Milch. Und da wir Milch haben, liebe Leute, würde ich doch einfach mal sagen, komm, lasst uns mal die Milch holen. Ich würde hier mal diesen Electric nehmen. Ich hoffe, wir kriegen das mit dem hin. Ups, das so. Und lasst uns mal ein bisschen Milch zapfen. Wir haben noch nicht so viel da, aber ein bisschen was können wir schon mitnehmen. Jetzt weiß ich nur, lass mich mal kurz schauen, welcher ist denn unser... Das ist der Diesel. Dann ist das der andere, das ist der Dieselhänger, den können wir natürlich nicht nehmen. Wir sollten den, aber das ist recht groß, ne? Nee, da hatte ich schon mal Probleme. Ich glaube, das schafft der nicht. Ich glaube, das wird der nicht schaffen. Wir nehmen doch unseren Glas mal mit. Stellen den wieder ab. Ja, momentan haben wir gar nicht so viel Einsatzzweck für diesen hier. Leider Gottes. Vielleicht können wir die Kleiner irgendwann wieder verkaufen. Mal gucken, wenn die Trauben und Oliven soweit sind, was wir da nutzen. Wir schnappen uns den hier. Unseren lieben Glas. Was ich noch ändern möchte, ist vielleicht das Kennzeichen. Nicht beim Glas, sondern bei dem Hänger hier hinten. Aus dem Grund, dass ich weiß, was wir hier am besten reinladen. Wir haben hier eine kleine Werkstatt an Bord. Müsste ich mal ganz kurz mein Auto da rausfahren. Ich müsste dich mal ganz kurz rausfahren. Das ist nur ein Kleiderschrank. Okay. Satz mit X. Kost wieder reinfahren, mein Gutster. Eigentlich brauchen wir dich auch nicht. Wozu haben wir dich eigentlich? Ich habe eine Idee. Wir brauchen den tatsächlich nicht wirklich. Wir haben genug Gefährte. Komm, lasst uns den verkaufen. Ja, am besten noch einen Unfall bauen. So schnell müssen wir nirgends sein. Das können wir uns echt sparen, das Geld. Weg damit. Was kriegt man dafür? Boah. 37.000 haben wir gekriegt. Das ist doch mal ordentlich. Das ist doch mal ein Wort.
Tatsächlich wollte ich, dann müsste ich mit Dirk schön rüberfahren und das Kennzeichen abändern. Ey, jetzt gucke ich links und da kommt einer rechts. Okay, man sollte immer links und rechts gucken, ne? Heieiei. Okay. Aber wir wollten hier nur das Kennzeichen abändern. Wir machen einen anderen Typ und machen da Milch und Wasser, nicht Benzin, das ist Miwa, ne? Bindestrich. Und 4-3-4-3, ja. Milch, Wasser, 4300, ne? Genau. Den wollen wir auch gleich verändern, das Kennzeichen. Wenn wir schon dran sind, ändern wir das auch gleich. Diesen hier konfigurieren. Was hat der? 205. Schwabe Player. Ne, warte mal, wir nehmen ein anderes Tipp. Nee, ich hätte es gern 205. Ja, machen wir das hier. SP Schwabe Player. Wie passt mir dich nicht? Das ist, glaube ich, besser. SP Schwabe Player. Und 205 PS. Wir nehmen das hier. Ich hab's gleich, liebe Leute. S. P. So, Mamas. SP 205 PS.
Genau. So, jetzt haben wir es. Ah, das war eine Geburt, Leute. Ha? Und das nur für zwei Kennzeichen abändern. Ja, aber wir haben ja Zeit. Wir haben es nicht eilig. Jetzt holen wir ein bisschen Milch ab. Und dann fahren wir hoch zu unserer neuen Molkerei. Juppie. Da kommt nix, da können wir mal durchstechen. So, dann lass mal gucken. Lass mal ein bisschen hineinladen. Wir laden Milch. $1563 ist es nicht die Welt, aber ist ein bisschen was. Ich weiß nicht, hatten wir da. Lager ist leer. Okay. Machen wir es wieder zu den Laden. Dann bringen wir das doch mal hoch. Wo ist denn die jetzt eigentlich nochmal? Ich muss mal ganz kurz schauen auf der Map. Wo ist unsere gekaufte? Hier oben ist die Molkerei. Können wir da hochstechen? Einmal da noch steche. Also, dann machen wir das. Dann machen wir das. Wir stechen einmal da hoch. Wir machen Innenansicht. Ich dachte fast, dass da was kommt. Da kommt immer was. Es kommt immer was, liebe Leute, es kommt immer was. So, lass uns die Molkerei mal einweihen. Na komm, lass uns den Blinker gleich drin. Ich muss immer noch hier diesen Mod reinmachen, der den den Blinker wieder rausnimmt. Das muss ich mir echt mal aufschreiben. Da muss ich nicht immer doppelt drücken. So, dann fahren wir hier in den Landweg entlang. Da kommt kein Gegenverkehr. Und so viel. Ja, das hätte vielleicht sogar das Elektro... Trecker hätte es vielleicht sogar geschafft. Es sind nur 1563 Liter drin. Ja, und dann machen wir bald Feierabend. Die Felder sind soweit vorbereitet, da können wir nichts machen. Ich werde mich demnächst mal noch mal gucken, was wir bei den Träubchen machen müssen. Aber ich glaube, Trauben und Oliven, da können wir nichts machen. Da haben wir ja angesät. Das heißt, da können wir mal düngen. Das wird man machen und Unkraut mischen. So, wir haben einen großen Wendekreis, wie ihr gerade gesehen habt. So ein Lenkbereich ist recht groß. Ich glaube, hier geht's links, oder? Ja, da geht's rein in unsere neu erworbene Produktion. Ich freue mich. Juhu! Wir haben die Milchproduktion. Wir können Käse und Butter herstellen. So, ich gehe mal kurz in die Außenansicht, damit ich sehe, was ich hier treibe. Da wird's. Können wir es dann holen? So, und da können wir es abladen, ne? Also rein mit der Milch. Ja, perfekt. Schaut mal. Ihr lasst uns gleich mal gucken. Produktion läuft. Butter und Käse. 15 Milch gibt 13 Butter. Dreimal Milch gibt 2x Käse. Ja, ist gut. Es ist gut. Es ist nicht viel, aber es ist ein bisschen was. Ist mal der Anfang. Und wir müssen einfach noch ein paar Kühe uns mal hertun. Da müssen wir mal kräftig zulegen, dass wir noch einige Kühe mehr haben. Das wird man vielleicht einfach jetzt dann in der nächsten Folge dann gleich, beziehungsweise in dieser Folge. Kommt, lasst uns in dieser Folge gleich noch Kühe besorgen. Ein paar neue Kühe. Futter und Zeugs haben wir mehr als genug. Das können wir uns echt leisten. Jetzt weiß ich noch nicht, haben wir irgendwas Tiertransporttechnisches? Dann würde ich nämlich mal hochfahren und uns da was holen. Wie sieht es denn eigentlich auf dem Markt aus? Was haben wir denn da?
Quelle. Eine Baumpflanzmaschine. Nee, brauchen wir nicht. Dankeschön. Das brauchen wir nicht. Nee, das machen wir. Wir holen noch ein paar Kühe dazu. Dass wir langsam ein bisschen größer werden. Dass wir mehr Milch bekommen. Wenn wir uns die Molkerei besorgt haben, macht es definitiv Sinn, da noch ein bisschen Geld rein zu buttern. Wortspiel. Wir buttern Geld, damit wir Butter bekommen. Ach ja, meine Lieben, wenn ihr mal sehen wollt, wie das alles begonnen hat, Anfang vom Video oben rechts könnt ihr, ist die Playlist verlinkt. Da könnt ihr nicht mal gucken, wie so der Stand der Dinge zu Beginn war. Wir haben angefangen auf der französischen Map, haben wir gestartet hier in unserem Projekt, sind dann umgezogen recht schnell hier auf diese Map, die Angeleter Land. Recht schnell kann man eigentlich gar nicht sagen. Wir sind halt dann umgezogen auf die Angeleter Land. Und ja, wir haben es bis jetzt nicht bereut, muss ich sagen. Mir macht die unheimlich viel Laune. Mir macht Spaß. Da haben wir nichts Tiertransporttechnisches, ne? Können wir uns da was leihen? Wie viele Tierchen haben wir denn? Wie viele Kühe haben wir denn am Start? Drei, 9 Monate, 3 10 Monate alte. Ja, da können wir schon noch mal ein bisschen loslegen. Kommt, jetzt brauche ich nur noch einen Tiertransport. 6 Kühe. 5 Kühe, den hier. Den Fliegel. Was kostet der denn zur Miete? Ja, kommt. Lasst uns den mieten. Und ihn gleich holen. Ups. Falsches abgehängt. Ja, den hätten wir schon putzen können. Das sieht ja übelst aus. Wow, das ist ja ein Monster. Das ist ja ein Monster, jetzt sehe ich die Spiegel nicht. Deswegen muss ich kurz in Außenansicht gehen, sonst wird das hier nichts. Boah, das ist echt lang, du. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Ich meine, oben rechts wäre der irgendwo gewesen. Ah nein, ganz da oben, Viehhandel. Da oben ist der Viehhandel, schaut mal. Angeleter Viehmarkt. Wir müssen ganz da hoch. Wie ist denn das hier? Ja. Ah. Da kann ich Tiere mir einkaufen. Da kann ich Ware abladen.
die nur so kaufen? Ich wollte die jetzt aber schon gern abgeholt haben, ne? Ich versuche das jetzt mal. Ich fahr mal da hoch. Natürlich fahren wir in der Innenansicht. Das ist immer recht lang, ne? Am besten da auch wieder hoch, wenn wir vorher zur Molkerei hochgedüst sind. Fahren wir jetzt auch wieder hoch und dann gucken wir mal. Oh, die hat er noch auf. Wenn wir hochkommen, nicht dass der schließt. Machen wir hier links. So, dann gehen wir mal nach Tiere gucken. Zur Not nehmen wir halt noch mal ein bisschen Geld auf, wenn es uns jetzt hinten und vorne nicht reichen sollte. Ich würde jetzt schon mal so dreimal fahren, 6, 12, so 18. Das sind 24 Kühe, könnten wir eigentlich schon mal nehmen. 1500, eins, ein großes. 10 Stück sind wir bei 15.000. 30 Stück bei 30.000. Ja, kommt. Wir müssen ja nicht nur die ganz großen nehmen. Es gibt Holsteiner auf alle Fälle. Wir brauchen Milchkühe. So, wollen wir einmal links abbiegen. Ich glaube, da müssen wir vorne irgendwie rechts wieder, ne? Yep. Hier gleich wieder nach rechts. Dann müssten wir hier zum Tierhandel kommen, der hoffentlich noch geöffnet hat. Halt, stopp, 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 stopp. Nicht so schnell wie den Jungen. Pferden. Also hier rein. Was steht da? Autorist. Vehicle only. Wir sind autorisiert. Wir bleiben schon gleich mal hängen. Ja, komm. Den schaffst du weg. Holsteiner! Milchviehhaltung. Milch, Kühe mögen Gras, Heu und Timmer. Die Brownies, was machen die eigentlich? Ja, selbe in grün. Die, wo älter sind als 18, können sich fortpflanzen. Lasst uns mal 6 Stück davon nehmen. So, da sind sie drin. Sehr schön. Unsere lieben Kühe sind da drin. Dann lasst uns die nach Hause bringen, würde ich sagen. Und dann gehen wir schlafen, obwohl, ne, dann haben wir ausgeliehen. Ich glaube, wir gehen dann doch geschlafen. Ich glaube, wir holen dann noch mal ein paar Kühe. Aber liebe Leute, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz, 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 ganz herzlich, damit ihr zugeschaut habt. Wisst ihr was? Wir gucken uns jetzt noch die 6 Kühe miteinander an und dann beende ich die Folge. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht, dass wir hier jetzt wieder ein paar Folgen gemacht haben miteinander. Es kommen jetzt 3 Stück insgesamt. Mal gucken, wann die nächsten Folgen kommen. Ich denke mal, wir werden hier schon noch die ein oder andere weitere Folge sehen in zukünftiger Zeit. Also
ich werde auf alle Fälle die Reihe weiter fortführen. Genauso auch die Hof-Bergmann-Reihe wird weitergehen. Und ja, ich hoffe natürlich auf euch. Ich zähle auf euch, dass ihr dabei seid. Auf eure Kommentare, auf eure Däumchen, eure Abos. Je mehr da drin steht, je mehr ihr mitmacht, desto mehr macht's Laune und macht Spaß, mit euch zusammen hier zu spielen. Und ich hoffe natürlich auf meine Freunde, Fans draußen, dass ihr mich hier weiter positiv unterstützt und wir hier miteinander noch lange viel Spaß haben werden. Können wir schon mal ein Licht anmachen, dann sieht man auch ein bisschen mehr. Also mal gucken, wo kann man die Tierchen abliefern. Es ist schon recht spät, um die Tiere abzuliefern, ne? Ich glaube, auf der anderen Seite müssen wir die abliefern. Ja, genau. Hier ist, glaube ich, der Trigger. Jetzt das aufmachen. Hier Menü öffnen. Wir laden in den Stall aus. So. Natürlich schauen wir uns die gleich mal an. Oh, ist der lang. So, meine Lieben. Ja, ihr seid gut angekommen. Erstmal gutes Fresschen. So ist recht. Bestes Futter hier. So, machen wir nochmal das Licht an. So, das sind eure Freunde künftig, ne? Ja. Okay. Einstimmiges Jubeln. Die freuen sich, dass sie da sind. So muss es sein. Futter ist genug da, Gülle haben wir auch genug drin. Ja. Ja, versorgt sind sie. Ein bisschen Milch haben wir auch schon wieder. Schaut mal. Ist doch wunderbar. Nahrung haben sie genug. Gesundheit sind sie auch gut. Geht sogar hoch. Ja, alles klar. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut. Ciao.